Hallo und willkommen bei Portal 2 Koop, wieder mit dem Sora an meiner Seite. Hello. Hello, hello. Ja, und natürlich, da oben sieht man es schon, bei Friendship is Magic Nummer 17. Und wir sind wieder, was sind wir? Wie nennst du uns immer, wenn man uns so betrachtet? Wir sind chromfarben. Genau, die Chrome Buddies. Genau, und das sagst du dann immer. Ach so, das hab nur ich gesagt. Ich dachte, das kam von dir. Na. Nein, die Chrome Buddy. Okay. Du hast dich gerade bei mir Was? teleportiert. Ach so, kurz geleckt, Ja. ja. Scheint so. Okay. Okay, mein Knopf ist eher unwichtig. Deiner ist eher Vorerst, wichtig. ja, deiner ist wichtig, wenn wir den Würfel gleich hier rüber haben wollen. Dann lege ich den mal hier nah ran. Warte. Ich finde es immer voll schön, wie das so leuchtet an dem Grill, wenn man was nah ranlegt. Und da war's weg. Naja, muss ja. So, dann legen wir das da rein. Und dann können wir eigentlich beide durch. Ich habe jetzt gerade mir einen Satz verkniffen, aber ich sage ihn doch, weil bei mir soll das ja nicht wie Eigenwerbung klingen, aber diese Sache mit dem Leuchten am Grill, die hatte ich ja in meiner Kammer, wo der Würfel da oben hin und her geschleudert wird. Kannst du dich erinnern? Den hatte ich eigentlich Ja. ganz nah an dem Grill und ich fand, es sah total cool aus. Immer wenn er am Grill vorbeigeflogen ist, hat er praktisch so einen Leuchtschweif gehabt. Aber dann hat sich halt rausgestellt, dass der nicht konstant genug fliegt, beziehungsweise so ein Würfel sich dann immer dreht und irgendwann früher oder später doch mit einer Kante im Grill hängen bleibt und kaputt geht. Und da musste ich mich leider gegen diesen Effekt entscheiden. Ich habe das nicht präzise genug hinbekommen. Naja, gut. So, und ich hole den Würfel zurück. Ah. Ja, kannst du zwar jetzt noch nicht da runter. Warte mal, warte. Ich glaube, Oh, der. darf man den gar nicht Ja, zurückholen? ich glaube, der Laser war vorher. Ich glaube noch was ganz anderes. Ich glaube, jemand hat uns getrappt. Kann es Also, sein? wenn das so einfach möglich ist, sich zu trappen, ne, dann nein, nein. Dann ist die Kamera jetzt schon bei mir unten durch. Und zwar da unten durch. So, und du darfst dich jetzt umbringen. Ich sehe das gar nicht ein, dass ich hier auch kaputt gehe. Du holst mich jetzt hier gefälligst raus. Okay, ich versuche mein Bestes. Wenn, Ah! oh, er bleibt wieder hängen. Wenn ich mal nicht schuld bin, ja, dann badest du das gefälligst jetzt aus. Ich Okay. sehe den Ausgang. Erstmal wieder am Erkunden. Der kleine Marcel da unten. Hui. Okay, Achso, ich kann ihn okay. ja auch schon mal wiederholen. Du musstest Schick, ja den schick. Würfel auch unbedingt wegschmeißen. Wir brauchen ihn ja trotzdem. So, dann können wir es hier nochmal leuchten sehen. Ups. Ja, und ja. Was? Was wolltest du noch zu deiner Verteidigung sagen? Weiß ich nicht. ach so, hier ist Glas. Turret, Turret. Oh Gott, Turret. Ich hab ein Turret-Trauma. woher kommt's? Erzähl es unseren Zuschauern. Nein, nein. Warum nicht? Ich dachte, du Wie war das nochmal? verlierst auch kurz ein Wort darüber, warum du dich wieder in die Mechanik von Portal 2 einfinden musst. Was? Ich bin Portal-Profi, ich muss mich nicht einfinden. Ich Ich habe habe. keine halbe Stunde vorher an der Technik hier rumgefeilt. Nein, 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 ich habe ich kann das extra die alles. 2 in Portal 2 betont. Gut, also wer unsere Kanäle kennt oder auch eher deinen Kanal, der wird vielleicht von selber drauf kommen. Okay, das habe ich gar nicht aufgepasst. Was hast du alles gedrückt? Du hast. Alles. Verdammt. Der hier macht noch Du hast nichts. den gedrückt und du hast Das die beiden gedrückt. gedrückt, ne? Da kamen die beiden Sachen Okay, raus, auf oder? den Knopf müssen wir noch mitdrücken. Gut, das habe ich nämlich gerade überlegt, ob ich den drücken kann. Ah, ah. Ach so, von da Da hinten. musst du hin, da musst du dann hin. Weil du kannst hier zwei Portale haben. Ah ja, verstehe. So, und da du deine Portale wohl brauchst, mache ich dir die Verbindung. Ich schieße dann hinter die Turrets, ja, darum geht's dann. Genau. Okay. Dann 3, 2, 1 jetzt. Wo komme ich denn raus? Hier, okay. Puh. Wenn's doch immer nur so einfach wäre, hinter Turrets zu kommen. Ja. Ach, dann können wir gleich da runter. Hier muss die Kugel rein. Kommen wir da wieder raus? Ja. Kommen wir ganz normal wieder zurück. Ich hau den lieber mal irgendwie auf den Boden, sonst stellt man den aus Versehen ab und der funktioniert noch. Das wäre auch sehr Ja, wir hätten eigentlich die Kugel tragisch. direkt mitnehmen Ja, können. ist schon klar. Aber Eigentlich ist analysieren es ist auch auch. egal, wer durch die ersten Portale geht, oder?
Kannst du auch eigentlich machen. Schon. Diesmal, wenn du willst. Nimmst du dir die Kugel. Bereit? Achso, oder du legst die Kugel schon mal dahin, dann brauchst du sie nicht ablegen, wenn du das Portal schiebst. Ja, ich bin bereit. 3, 2, 1 jetzt. Ups, so. Oder du nimmst sie erst gar nicht mit. Das, ich ja, nehme sie nicht. Kann mit. Man Wofür natürlich auch machen. ja. Was macht die denn? Ach, die macht hier oben was auf. Ah, oh. Ach, da war ja noch ein Würfel. Hm. Und mit dem müssen wir da hoch. Wo sollen das hin? Ach so. Das heißt, ach ja, so. Verstehe. Beziehungsweise ein bisschen rumjustieren, vielleicht ein bisschen höher. Ne, passt. Da ist er so, gefallen, und das macht's, ne? Permanent. Genau. Mit einem Mechanismus, den ich ja irgendwie doch schon mag. Ach, da geht's wieder runter. Ich habe gerade die Linie da verfolgt. Und nimmst du den Würfel mit? Besser ist. Ah. Praktisch. Wenn ich mich jetzt nicht selbst verbrenne hier. Ich möchte unseren Zuschauern wahrscheinlich dann irgendwann auch mal zeigen. Hä? Was ist denn jetzt los? Dass man sich tatsächlich selbst töten kann mit so einem Laser. Ich glaube, da kommen wir auch noch hin, dass ich das demonstrieren kann. Das ist mir schon so oft passiert, vor allem beim Erstellen meiner Kammer. Oh, hier alleine kommt man hier nicht mehr hoch. Na, ach so, ja, stimmt. Sobald man hier drückt, fährt's hoch. Ich habe übrigens kürzlich mal getestet, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber so eine Plattform zerquetscht dich auch, ne? Ich mach, ja, wenn du drunter bist, ich weiß jetzt nicht, aber ich wusste mal gar nicht. Ist mir auch schon passiert in einer anderen Kammer von mir. Ja, ich habe es kürzlich mal im Koop getestet, weil ich irgendwie noch keine Gelegenheit hatte, das selber zu testen. Da war jemand über mir und der ist dann runtergestiegen von so einem automatischen und dann... Ach so, geht es los. Okay, das muss man festhalten dafür. Komm, Limbo! Wie tief kannst du gehen? So, das macht hier. Ah! Das ist interessant, das macht rechts eine Brücke und links den Laser weg. Spring nochmal drüber. Ich will dich jetzt nicht grillen oder so. Das macht wahrscheinlich genau andersrum. Du willst mich nicht grillen. Soll ich dir das jetzt glauben? Ich bin nett geworden. Oh. Neue Vorsätze, ne? Fürs neue Jahr. Es gab Geschehnisse, die haben aus mir einen anderen Menschen gemacht. Ah, es ist schön, wenn man sich weiterentwickeln kann. Okay, also so oder so muss ich hier festhalten. Also gehst du erstmal dahin. Dann mache ich jetzt nochmal ein Limbo. Wohohohoho. Guck ich eigentlich auch nach oben? Kannst du gerade gar nicht sehen. Ich habe einen Würfel vorm Gesicht. Ich find's ja schon lustig genug, wenn die Viecher so kriechen. Das sieht ja bei dem Großen, der du gerade bist, noch lustiger aus als bei dem Kleinen. So, jetzt. Was haben wir da drin? Jetzt bin ich drüber. Jetzt kannst du mal den Laser auf die andere Seite machen. Dann sind wir nämlich den Grill hier los. Genau. Ja, aber du hättest auch durchlaufen können. Ja, erstmal hätte ich durchlaufen können. Warte. Okay, ich verstehe. Ah ja, reicht schon. Ach so. Nee, alles gut. Jetzt wieder den Laser, den Grill weg. Was war ja, mit dem? Jetzt wieder die Brücke. Da musst du mich zwangsläufig kurz rösten. Diesmal habe ich... Ah! Das war eine dumme Idee. Ja, roast yourself, ne? Röste dich selbst. Ich wollte gerade sagen, diesmal habe ich was zu meinem Schutz, aber dann unterbreche ich ja den Laser und fall runter. Hast du gerade gesehen, ne? Ich wäre fast in der Suppe gelandet, weil ich mir selber die Brücke weggezogen habe. Ach nee, man braucht drei Sachen fürs Na, jetzt Ziel. Machen wir das wahrscheinlich umgekehrt. Jetzt gehst du darüber. Ja, ich dachte gerade so, ob das nicht schon reicht, aber nein, wir brauchen den Laser zusätzlich. Ja. Na, warte, so. Du musst kein Limbo machen. Naja. Okay, ich mach dann mal so, nehme ich an. Achso, nee, ich kann ja so schon treffen. Jetzt ach so, ich mir noch den einfach roten. So treffen. Ja. Genau. Und so. Und so. Das sah relativ easy aus. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist wieder mal keine gigantische Herausforderung. Tja, und ich durfte den Companion Cube holen. Aber eine nette Spielerei. Naja, dir gebührt die Ehre. So. Dafür mache ich diesmal die Abmoderation, okay? Irgendwie bewegst du dich bei mir teilweise echt seltsam. Aber es könnte an den vor den Aufnahmen erklärten Gründen liegen. Ja, warum willst du es eigentlich nicht sagen? Willst du ein Geheimnis draus machen? Ja, Geheimnisse machen
eine Person Mysterie. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, der mysteriöse Sora. Gut. Soll er sich das Geheimnis bewahren? Ach, wieder diese blöde Konsole. Wo kommt denn die her? Ach, schon wieder dieser Spielsatz-Fail, ne? So eine Daumen runter hier. Ach, da muss ich mir ja gar keine Gedanken machen. Der Daumen bleibt natürlich oben. Das hat man ja schon geklärt. Aber um es mal ernsthaft zu überlegen, ja, es ist wieder mal schwierig. Also, es war... Ich weiß schon, was du sagen wirst. Das ist völlig klar. Wenn man an den Anfang der Kammer zurückdenkt. Deswegen, ja... Die habe ich schon fast vergessen gehabt. Ja. Sie war halt nicht schwer. Ne? Sie war so eigentlich ganz nett anzusehen. Deswegen würde ich aus dem Grund den Daumen hoch geben, also aus ästhetischer Sicht. Aber aus Sicht der Herausforderungen natürlich kommt da eigentlich nichts zustande. So, ich lege mich nicht fest, aber das war jetzt mal so wieder mein verbales Fazit. Jetzt du. Gut, dann knüpfe ich daran mal an. Und zwar vom Aussehen her war sie ganz nett, du sagst es. Es war nichts Besonderes, es war halt lediglich so... Ja, ich weiß nicht, es ist ja genau das, was du von meinen Kammern erwartest und nie bekommst. Ne? Das könnte es echt sein, ja. Es ist einfach, ich finde diese Kammer doch schon langweilig, denn du schießt zwei Portale, gehst durch... nimmst irgendwas, schießt zwei Portale, gehst durch, platzierst etwas. Es ist wirklich nichts herausfordernd. Du siehst es, du machst es. Du musst nicht nachdenken bei dieser Kammer. Mhm. Und ich finde das halt... Ich fand sie mega langweilig. Sie sah optisch gut aus. Also das, was verpackt wurde, wurde schön verpackt. Vor allem jetzt auch das zum Schluss mit diesen Brücken. Das war eigentlich eine ganz nette Spielerei. Mhm. Das war dann aber auch schon das Schönste an der Kammer, finde ich. Der Rest war halt wirklich... sehen, machen, fertig. Wirklich, die Kamera kann man quasi auf Autopilot spielen. Und ja, und das finde ich halt nicht innovativ, auch wenn sie schön anzusehen war. Dann natürlich diese Fehler am Anfang noch, an denen du mich nochmal erinnert hast. Gerne. Also, mein Fazit wäre, ohne diesen Fehler am Anfang neutral, mit diesem Fehler dann negativ tendierend. Ob ich jetzt einen negativen Daumen geben würde, weiß ich nicht. Zum Glück bin ich nicht vor dieser Entscheidung. Ja. Ja, gut, dem schließe ich mich so an. Also, beziehungsweise deiner Analyse kann ich nicht widersprechen. Ja. Okay. Dann sagen wir mal Tschüss an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns in einer Crazy-Kammer wiedersehen, nicht wahr? Oh, das wird verrückt. Ja. Also bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.